Wir stehen hier vor der Wiese bei der Schafheide in Delmensingen-Erbach, wo vor wenigen Tagen am 24. Mai ein Brandanschlag von 5 jungen Leuten hier aus der Umgebung geworfen worden ist. Ein Brandanschlag. Und zwar war das erklärte Ziel, nur weil sie sie als sogenannte Zigeuner erkannt haben, sie zu vertreiben. Sie haben zunächst versucht, ein Schild aufzustellen, in dem draufsteht, wir sind oder bleiben deutsch, ihr seid nicht willkommen. Als das nicht gereicht hat, ist man übergegangen und hat einen Böller geworfen auf dem Platz, wo hier insgesamt 18 Wohnwagen gestanden haben, mit etwa 40 Menschen, auch kleine Kinder dabei. Als auch das nicht gefruchtet hat, ist man hergegangen und hat einen toten Schwan hier niedergelegt, um die Menschen zu vertreiben. Und schließlich am 24. Mai, nachts nach 23 Uhr, als die meisten geschlafen sind, kam hier von der Schlossweg 5 junge Leute im Auto angefahren und der Beifahrer hat dann über das Auto hinweg die Fackel geworfen. Und das ist direkt in der Nähe vom Wohnwagen zum Liegen gekommen, wo die Mutter mit ihrem 9 Monate alten Kind geschlafen hat. Es ist sicherlich ein Aufschrei gewesen, weil jemand das auch gesehen hat und der hat dann im letzten Augenblick auch die Fackel zur Seite geworfen. Warum ich das im Ausführlichen nochmal erzähle, ist, es gab danach etwas Einmaliges in der Nachkriegsgeschichte, nämlich diese Täter sind ermittelt worden. Es gibt einen rechtsstaatlichen Prozess und der Staatsanwalt hat hier Mordanklage angenommen aus niederen Beweggründen, nur weil die Menschen eben Roma waren. Und obwohl dieser Jahrestag sich jetzt zum ersten Mal gejährt hat, hat die Stadt Erbach oder auch der Ort Delmensingen, die politisch Verantwortlichen, kein Wort des Bedauerns darüber zum Ausdruck gebracht, was hier passiert ist. Deshalb wurde der Landesverband aktiv und hat mit verschiedenen Mitstreiterinnen und Mitstreitern organisiert und die Forderung aufgestellt, dass sich diese Situation ändern muss. Und wir sind froh und dankbar, dass es jetzt zumindest von der Stadt Erbach dieses Eingestehen und dieses Verurteilen dieser Tat eindeutig gemacht wurde. Das ist leider noch nicht von dem Ortschaftsrat hier geschehen. Die fühlen sich eher angegriffen, dass man ihr Ort verunglimpft, wobei das natürlich Bürger waren, die hier sind, die eine rechte Ausrichtung haben. Aber all das ruht auf den gesellschaftlichen Antiziganismus, die übertragenen Zigeunerbilder auf, die einfach hier wie in jedem anderen Stadt und Land Thema sind. Wichtig für die war, diese Leute sollten vertrieben werden und das haben sie geschafft. Deswegen wird jetzt eben auch ermittelt, inwieweit diese Vertreibungsaktion in Richtung Nötigung justiziabel ist.